Herzlich willkommen, meine Fonsis von meinem Mini Green World. Heute werden wir zusammen mit unkonventionellen Mitteln mal ein Feuerchen anmachen und einen kleinen Kaffee kredenzen. Wir fahren rüber nach Wataroa zu so einem ähnlichen Fluss wie diesem hier und werden da unten stehen und hoffentlich ein kleines Barbecue machen. Wir melden uns wieder von da. Hier kommen wir direkt vom Hokitika George. Dazu haben wir auch noch ein wundervolles Video gemacht. Im Abspann könnt ihr das oben links anklicken. Doch nun sind wir hier in der Wataroa River Ebene. Wer interessiert ist an den Geokoordinaten, schreibt mich einfach an, liked mich und abonniert mich aber vorher. Das wird kontrolliert, meine Freunde. So, jetzt bereiten wir unser Abendbrot vor. Kai macht hier den kleinen Weidentanz. Tanze mal, Kai. Waka, chaka, waka, laka, und dann holen wir uns hier ein paar U-Profile sozusagen, die wir uns vorstellen können, dass wir unseren Kaffee warm kriegen morgen früh, bevor es auf den Gletscher dann hochgeht. So, unser Ladungsoffizier Kai zeigt uns mal, wie wir das in der Regel immer aufbauen, damit das nicht verbrennt und auch noch schön stabil ist, wenn wir oben richtiges Spanferkel draufhängen. Und haben uns schon mal unsere Küche fertig gebaut. Da führe ich euch mal kurz durchs Programm. Los, Wasserkocher. Schnell zum Abnehmen, haben wir gebaut mit einem kleinen Häkchen. Das sieht schön schwer wieder dran, aber jetzt kommt's. Höhenverstellbar, je nachdem wie der Tee durchziehen muss oder Kaffee. Dann wird das hier unsere Herdplatte für Rührei mit Bacon. Haben wir heute frisch von der Omi vom Naturmarkt geholt. Das könnt ihr direkt in den Bauernhöfen, die verkaufen Früchte, Gemüse, Eier und Schinken. Und biologischer geht es gar nicht, oder? Aber jetzt machen wir das Feuer mal an, da seid ihr auch dabei. Das ist wirklich ein Vogel. Ich dachte, man ist ein Faxgerät hier im Busch versteckt, aber es ist ein Vogel. Wir haben uns jetzt hier aus dem Haufen ein Holzstück rausgeschnitten, was schön mit Harz durchtränkt ist. Mit unserem guten Küchenmesser. Und jetzt machen wir mit dem Feuerstein das Feuer an. Das dauert immer ein bisschen, aber wir schaffen das schon. So, wichtig ist, dass ihr auch schönes, trockenes Gras habt. Das haben wir hier gefunden. Das seht ihr, wie staubt. Dann ein Taschentuch zum Durchzimmern und dann hier oben drüber ein bisschen Grasholz. Zucht, der Wind kommt von hier. Achtet darauf auch. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Was auch gut ist, wenn ihr trockene Baumpilze findet und dort macht ihr ein bisschen Magnesium vom Stab ab in das Baumpilzstreu und macht das mit rein, das ist wie ein Brandbeschleuniger. Wichtig ist auch, dass schön Wind rankommt, Sauerstoff, flammenbrennbare Gase, dann zieht das durch wie eine Eins. Jetzt könnt ihr sehen, wie das durchzieht. So, die Flammen arbeiten für uns, zerteilen das Holz, was gut ist natürlich hier in Neuseeland. So viel Feuerholz an den Stränden habe ich noch nie auf der Welt gesehen wie hier. Wir hatten später im Urlaub ganze Bäume drauf. Dazu kommen wir aber an Tag 20 am Black Sand Beach. Also bleibt dran, abonniert uns und liked, meine Freunde. Wir lieben das. Da werden die Urinstinkte wieder geweckt. Schönes Feuer an einem Fluss. Was gibt's Schöneres? Vielleicht ein Kaffee? Monsieur Holz, dürfen wir Ihnen vielleicht einen Kaffee kredenzen? Einfach nur köstlich. Und ab wieder mit dir auf die Wärmehalteplatte, denn heute Abend wird es noch einen schönen heißen Grog geben, Jungs. Das Feuer sollte uns in der Nacht noch sehr nette belgische und holländische Gäste kredenzen, die uns den nächsten Tag sprichwörtlich den Arsch retteten. Doch das in Tag 10 unseres Roadtrips.
So, jetzt die Kaffeezeit zu Ende. Und Kai Sheeran. Wenn ihr aber sehen könnt, checkt sich gerade an, seine Drohne ein bisschen zu versenken. Tja, was soll ich zu so einem Panorama sagen? Das gibt's nur in Neuseeland, dass man alleine hier stehen kann, einen Kaffee auf dem Feuer macht und diesen Ausblick hat. Jetzt ist Dinner Time. Tja, da kommt wohl kein Gas- oder Elektrogrill hinterher, dieses Aroma zu erzeugen beim Barbecue. Es ist einfach ein Traum. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like, das ist umsonst. Abonniert uns. Am Ende des Videos könnt ihr unten links die komplette Neuseeland-Playliste anklicken. Oben rechts die Ikeas, falls ihr Vögelliebhaber seid. Und oben links haben wir, wie gesagt, den Hockey Tika George hier. Und wie gesagt, unten rechts der schwarze Button ist umsonst. Da könnt ihr uns abonnieren. Besten Dank fürs Zuschauen.